Oh ja, hallo Leute, ich bin der Omagi und in diesem Video werde ich euch heute zeigen, wie ihr den Counter-Strike Condition Server, oder wie das ausgesprochen wird, herunterladen könnt und installieren. So, ihr geht auf den Link, der auf der Beschreibung steht. Fügt den ein und ja, dann er klickt auf Download Now. Das habe ich schon vorher getan. Und ihr geht jetzt auf Downloads und ihr öffnet dem Programm hier. So, das kann ja auch ein bisschen dauern, bis das kommt. So, das können wir abschließen. Ihr klickt auf OK, auf Deutsch, wenn ihr das wollt. Und hier ist er schon. Ihr klickt auf Weiter. Das speichert ihr, wo ihr wollt. Ja. Und ihr klickt auf Weiter. So, dann wartet ihr, bis es geladen wird. Ja. Okay, ihr klickt auf Fertig. Und jetzt geht ihr auf dem, wo ihr jetzt gespeichert habt. Ja, dann ich glaube, das hier. Ach, geh mal weg. Ja, hier. Ihr geht auf Öffnen. Und wir gehen jetzt mal auf das 2. So. Und so sieht es aus. Okay, dann wenden wir auch dem Programm hier draußen befinden, ja. PC hier. Mann, geh mal weg. So, und ihr geht. Wo ist denn das jetzt überhaupt? Hier. Auf OK drücken, weiter. Und wir geben ein Counter Strike Zero. Fertigstellen. Das können wir abschließen. Und hier ist er auch, ja. Danke fürs Zuschauen und ja, tschüss.